Herzlich willkommen bei Radio München. Heute starten wir mit der Reihe Kollateral. Getriggert durch Angst, getrieben von Solidaritätsaufrufen, überzeugt von der Aussage wirksam und sicher aus berufenen Mündern, unterzogen sich Millionen von Menschen einer Gentherapie, die ihnen als Impfung verkauft wurde. Viele tragen nun massive Schäden davon, aber sie werden nicht gesehen und nicht gehört. Mit wenigen Ausnahmen kommen sie in der Öffentlichkeit nicht zu Wort. Nicht nur in der breiten Gesellschaft, auch bei Ärzten, in medizinischen Einrichtungen, an Arbeitsplätzen, im Freundeskreis oder in der Familie glaubt man ihnen oft nicht. Eine transparente Berichterstattung über Folgeschäden der sogenannten Impfung ist dringend erforderlich. Mit einer Reihe von sehr persönlichen, künstlerischen Foto- und Filmporträts gibt die Gruppe Kollateral den Geschädigten und Ungesehenen Stimme und Gesicht. Ich heiße Julia, ich bin 26 Jahre alt und Krankenschwester von Beruf. 2021 durfte man sich das erste Mal impfen lassen. Ich war da von Anfang an sehr zurückhaltend, weil ich Bedenken hatte, ob es da Nebenwirkungen gibt und welche die sind. Und wollte mich auch erstmal genau informieren. Leider entstand ein ziemlich großer Druck durch mein Umfeld, die von mir verlangten, dass ich mich impfen lasse. Ich habe denen erklärt, was meine Bedenken sind, wurde aber überhaupt nicht verstanden. Es wurde mir gedroht mit Kontaktabbruch und schlussendlich habe ich mich dann impfen lassen. Die ersten beiden Impfungen habe ich gut vertragen, also da kam es bis auf Impfreaktionen die ersten Tage zu keinen weiteren Beschwerden. Dann habe ich mitbekommen, wie wir in der Arbeit immer mehr Patienten hatten mit Nebenwirkungen durch die Impfung, die ich so vorher noch nicht gesehen habe und nicht in diesem Ausmaß. Wir hatten Erkrankungen, die normalerweise eher ältere Menschen betreffen, die nun auch die jüngere Bevölkerung betroffen hat, auch in einem Ausmaß, den es vorher nicht gab. Da war für mich klar, ich möchte mich kein weiteres Mal impfen lassen, weil ich einfach Angst hatte, was das machen kann und ich keine Garantie hatte, was passiert, wenn ich mich nochmal impfen lasse. Schlussendlich kam es wieder so wie bei den ersten beiden Impfungen, dass mir wieder angedroht wurde mit Kontaktabbruch. Es kam noch hinzu, dass es dann die einrichtungsbezogene Impfpflicht gab, die besagte, wenn man sich nicht impfen lässt, würde man den Job verlieren, beziehungsweise auch Bußgeldzahlungen. Auch da war es im Endeffekt nicht mein freier Wille, aber meine Angst, den Job zu verlieren und meine Angst, keine mehr zu haben. Deshalb ging ich dann das dritte Mal mich impfen lassen und habe aber dann sehr, sehr schnell bemerkt, dass es diesmal anders war. Ja, begonnen hat es gleich nach der Impfung mit Kopfschmerzen, Schwindel, Schüttelfrost, Fieber. Klar, dann auch Schmerzen an der Einstichstelle. Und dann, eine Woche später, ging es los mit Herzrasen. Das kannte ich so auch nicht. Und das war nicht, wenn ich Sport gemacht habe oder gerannt bin, sondern das war wirklich, ich saß oder ich lag und mein Herz schlug schnell. Dann fing es an, dass meine Hände, meine Fingerkuppen taub wurden. Und das hielt auch, also mal hielt es ein paar Stunden an, dann hielt es manchmal auch Tage an oder Wochen. Genauso die Füße, die Beine, die einfach taub wurden. Kribbeln in den Beinen, im Gesicht, dann immer wieder nur eine Körperhälfte. Eine extreme Erschöpfung, dass ich wirklich nach der Arbeit mich nur noch hinlegen konnte und gar nichts mehr machen konnte. Ich hatte keine Kraft mehr für Sport. Ich habe neben der Arbeit ein Studium begonnen. Das musste ich auch abbrechen. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren beim Lernen. So ging es dann weiter.
Ich hatte dann Schlafstörungen. Ich hatte immer wieder so ein Surren gehört im Ohr oder im Körper, so wie ein Stromgefühl, das dort im Körper ist. Dann fing es an mit Muskelschmerzen, Nervenschmerzen, Muskelschwäche und es kamen immer mehr Symptome dazu, Brustschmerzen, Brennen auf der Brust und ich bin dann im April in der Arbeit zusammengebrochen und musste dann am gleichen Tag noch mich bei meinem Hausarzt vorstellen, der mich aber überhaupt nicht ernst genommen hat, der mich so unmenschlich behandelt hat in seiner Praxis, dass ich ab dem Tag nie wieder diese Praxis aufgesucht habe. Ich musste dann auch noch mal am gleichen Tag ins Krankenhaus, in die Notaufnahme, weil sich mein Zustand verschlechtert hat. Auch hier wurde ich unmenschlich behandelt, aus dem Krankenhaus rausgeschmissen. Obwohl man wusste, ich wohne alleine, ich kann mich nicht um mich kümmern in diesem Zustand. Ich hatte starke Herzbeschwerden, aber das war denen anscheinend egal. Ja, ich musste mir dann erstmal jemanden suchen, der bei mir bleibt in der Wohnung, weil ich Angst hatte, ich könnte sterben oder es könnte sich nochmal was verschlimmern. Und ab da konnte ich dann auch teilweise gar nicht mehr laufen. Oft stundenlang nicht mehr, oft auch tagelang nicht mehr. Und so ging es dann immer weiter. Ich habe mir dann meine Untersuchungen selber organisiert, weil ich wusste, da muss mehr dahinter stecken. Dann hat man eben rausgefunden, ich hatte eine Herzmuskelentzündung. Das heißt, da musste ich eh so oder so Ruhe geben. Da konnte ich natürlich keinen Sport machen. Hätte ich Sport gemacht, ich wäre umgekippt. Im schlimmsten Fall wäre es zu einem Herzstillstand gekommen, wenn man mich nicht gleich gefunden hätte und reanimiert hätte, also wiederbelebt hätte, wäre ich verstorben. So ging es weiter, dass ich eine Odyssee an Ärzten dann hinter mir hatte, bis ich mir irgendwann nicht mehr zu helfen wusste und dann Aufruf gestartet habe auf verschiedenen sozialen Netzwerken, dass ich einen Arzt suche, der mir bitte hilft, dass ich jetzt zig Diagnosen und Befunde habe, aber keiner mir irgendwie weiterhelfen kann und alle davon ausgehen, es wäre nur die Psyche und ich endlich mal einen Arzt sprechen möchte, der auch mal diesen Verdacht Impfschaden in den Mund nimmt und vielleicht da mal schaut, ob es nicht das auch sein kann. Dann meldete sich daraufhin eine Ärztin bei mir, die mir sozusagen auch in dem Moment ja so ein bisschen das Leben gerettet hat, weil sie mich dann sogar zu Hause besucht hat und sich dort die Zeit genommen hat, alle Befunde anzuschauen, mit mir, glaube ich, über eine Stunde lang alle Befunde und Diagnosen alles besprochen hat, mir dann noch ein tollen Hausarzt empfohlen hat und gemeint hat, wenn du dich an den wendest, dieser Arzt wird dir helfen. Und ich hatte natürlich Bedenken aus den Erfahrungen, die ich vorher gemacht habe, aber habe in dem Moment einfach vertraut, da gehe ich jetzt hin, der wird mir jetzt helfen. Und so war es dann auch. Ich bin rein in die Praxis und der erste Satz, den ich gesagt habe, ich habe einen Impfschaden oder ich vermute, ich habe einen Impfschaden, ich weiß nicht mehr genau, wie ich es gesagt habe, ich brauche Hilfe. Und ihre Antwort war genau die, die man seinen Patienten auch sagen soll. Und genau so ist es auch gewesen. Ja, gut, ich werde Ihnen helfen. Ab da wurde alles in dem Sinne besser. Mir geht es auch heute noch nicht gut, aber ich habe mich das erste Mal dann verstanden gefühlt. Erstmal ist so eine Last von mir gefallen, einfach zu wissen, da gibt es jetzt einen Arzt, der hört dir zu, der zweifelt das nicht an. Und wir schauen jetzt einfach mal, dass wir einfach noch mehr Befunde bekommen, dass wir einfach noch mehr Beweise finden, dass es damit zusammenhängt, weil ich meine, wenn wirklich unmittelbar nach der Impfung Symptome auftreten, kann man schon davon ausgehen, dass es damit zusammenhängt. Und ich war davor gesund, ich hatte keine Vorerkrankungen. Ja, wir haben dann einiges an Therapien versucht,
dieses Jahr, also vor ein paar Monaten, hatte ich sogar noch eine Blutwäsche, die aber mir kaum geholfen hat, leider. Ich bin bis heute immer noch krankgeschrieben. Ich habe es zwar zwischendrin immer mal wieder versucht, in die Arbeit zu gehen für ein paar Stunden, war aber für mich unmöglich, weil ich teilweise während diesen Stunden in der Arbeit nicht richtig mitarbeiten konnte, mich in der Arbeit hinlegen musste und nach der Arbeit ging gar nichts mehr. Das heißt, ich habe mich eigentlich mehr in die Arbeit gequält, als dass es mir Spaß gemacht hätte oder ich hatte einfach keine Kraft dafür. Ich kann mich immer noch nicht gut konzentrieren, habe immer wieder Nebel im Kopf. Das heißt, dass ich dann auch vergesse, was habe ich jetzt gesagt, oder während ich mich unterhalte, vergesse ich dann, was haben wir jetzt vorher besprochen, muss das dann nochmal wiederholen. Wenn ich ein Buch lese, muss ich ab dem dritten Satz dann schon wieder von neun beginnen, weil ich dann schon vergessen habe, was ich davor gelesen habe. Das hindert mich immer noch sehr stark, meinen Alltag zu bewältigen. Also ich brauche viel länger für einzelne Aufgaben und kann einfach vieles nicht machen, wie beispielsweise in Urlaub fahren, mit Freunden feiern gehen, den ganzen Tag was unternehmen. Also das ist immer mit Pausen verbunden oder mit sehr starken Beschwerden und vor allem geht es mir hinterher immer noch viel schlechter. Das heißt, ich brauche dann nach einer körperlichen Belastung dann oft Tage oder Wochen, um wieder auf den Stand zu kommen, dem ich vorher war. Also es braucht halt alles sehr viel Kraft. Ja. Kollateral, ein Kampf um Anerkennung der Schäden nach der sogenannten Impfung. Es muss intensiv nach Heilmethoden geforscht und den Betroffenen die notwendige finanzielle Unterstützung zuteil werden. Wenn Sie unter Nebenwirkungen leiden und ebenfalls erzählen möchten, wie es Ihnen geht, melden Sie sich bitte unter kollaterales@posteo.de.